und herzlich willkommen zurück hier auf MicroHazard TV. Ich bin's wieder, der Bio, und zusammen spielen wir Medieval Engineers. Wir hatten in den letzten Folge hier das Haus hier fertig gebaut und haben ein Fundament gesetzt, und zwar für dieses Objekt hier. Und ich habe vor, eine Kirche zu bauen. Gucken, ob wir das hinbekommen. Ohne dass es denn albern aussieht. Wir hatten ja gesagt gehabt, wir wollen uns hier erst um unser kleines Dörfchen hier kümmern. Und dann zum Schluss dann erst der große Schloss dann gebaut wird. Gucken, ob wir das hier soweit realisieren können. Ob es denn nicht zu albern aussieht. Ich bin auch die ganze Zeit am überlegen, wie ich das 100 pro baue. Auf jeden Fall wird es interessant. Wird es auf jeden Fall interessant, ja. Würde ich gerne das und... Ne, eine Tür brauchen wir da eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich weiß noch nicht 100 pro, wie ich das baue. Ein bisschen höher könnte es auf jeden Fall noch. Wahrscheinlich noch eine Stufe höher. Das ist alles. Ich muss jetzt gerade überlegen. Weil es gibt ja. Doch, gibt's doch. Runde Bretter gibt's doch. Ah, okay. Gut. Dann habe ich jetzt nichts gesagt. So, wie haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ach, Quatsch. Nein, es ist unter mir hier geblitten. Zack, zack, zack. Dann brauchen wir erstmal so weit. Ich will jetzt gucken, ob das funktioniert, so wie ich es mir denke, hoffe, wie auch immer. Hier soll ja der Eingang hin. Das ist jetzt das ist eine interessante Frage, weil ich gucke gerade, wie wir das am besten so bauen können, damit es auch nicht immer so typisch aussieht, sage ich mal. Und Stone Block haben wir hier. Doch diese Ecken gibt es noch gar nicht, ne? Das ist ja auch interessant. Okay, das ist es. Könnte man das am besten machen? Das ist eine gute Frage, Leute. Eine gute Frage. Das sieht ja nun doof aus. Ja, wenn das ja so aussieht, ist es ja nun auch nicht so optimal gelöst.
Irgendwie, ja. Weil ich habe nämlich gesehen. Stone Runde Plattform. Das sind die Ecken. Stone Wall. Tja, das ist eine gute Frage. Das müssen wir gucken, wie wir das am besten hier machen. Auch zum Beispiel, wie wir jetzt hier etwas größere Fenster reinbekommen, weil das hier muss auf jeden Fall ein bisschen größer werden hier. Ja, ich glaube, das sollte schon reichen. Oder? Ja. Das sollte schon reichen. Wenn da jetzt auch noch das Dach aufkommt. Na, geh mal weg. So, jetzt ist nämlich die Frage, ich wollte hier jetzt eigentlich eine Wendeltreppe einbauen zur nächsten Etage. Aber dazu müssten wir erstmal gucken, wie wir das jetzt mit den Wänden machen. Mit den Wänden. Dann wählen wir erstmal eine Wand aus, würde ich sagen. Fangen dann erstmal drauf los an zu bauen. Das ist was Rundes hier. Dann haben wir jetzt hier Fenster, die normale Wände. Zack. Das können wir auch mal mitnehmen, genauso wie dieses. Und wir brauchen noch dieses auf jeden Fall erstmal. Ah, und dieses brauchen wir. Ist hier jetzt nichts hier? Ah, genau so. Ist jetzt dran? Sieht so aus. Ja, genau so. Das ist die gleiche Höhe, also haben wir 1, 2, also beim dritten Block praktisch 1, 2, 3. Genau, nehmen wir mal die 8. Hier hat er jetzt Schwachsinn gemacht, okay. Hier hat er jetzt nicht so toll gemacht. Gut, wenn man das hier. Ja, es war. Ja, sie. Ja, also. Toll. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Kommen wir jetzt da überhaupt hin? Oh, nö. Ist jetzt nicht euer Ernst jetzt, oder? Super. Ach, wollte gerade sagen, jetzt stürzt ja alles zusammen. Ich weiß noch nicht, ob das hier von selber verschwindet. Ich glaube schon. Das ist aber auch nicht richtig hier. Ja, das müssen wir alles nochmal rausfinden, weil das sieht hier, wie gesagt, wirklich nicht richtig aus. Wahrscheinlich. Aber wenn natürlich jetzt gleich dann wieder sowas hier passiert, dann ist es natürlich umso ärgerlicher. Vielleicht falsch rum ist. So, die Frage ist, wo bauen wir jetzt hier die Treppe hin?
Die 7. Wie sieht die 6 aus? So. So, schon den Flugmodus wieder aktivieren. Das geht jetzt natürlich nicht. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich wieder. Dann können wir nichts rotieren lassen. Das ist alles doof. Fällt mir alles nicht. Dann stelle ich mich vielleicht auch ein bisschen zu doof an. Jetzt macht er natürlich das wieder. Press to add block, press remove block, build fast, press Z. Tja, das funktioniert hier überhaupt nicht. So dieses. Warum ist es so weit weg? Das macht überhaupt wenig Sinn. Mal ist anders. Nein. Zack. 6. Zack. Und dann. Ach, jetzt sehe ich das gar nicht. Stimmt so. 6. Zack. Weil das wieder weg muss da. Block jetzt hier auch weg, ja. Er ist fast verschwunden hier. Gut, dann haben wir das soweit erstmal. Dass wir das soweit schon mal benutzen könnten hier. Aber wenn wir eine Wand wahrscheinlich durchziehen, genauso wie da, dass wir dann das alles so irgendwie schon hinbekommen. Die Wand. Genau, so jetzt ist das hier nämlich abgeschlossen. Ich sehe, dass da auch schon wieder ein Fehler drin ist. So. Das ist, weil diese Blöcke hier noch voll im Weg liegen.
einfach. Warum konnte ich das jetzt hier raufsetzen und jetzt hier nicht? Das sind immer so Fragen, so, wo ich denn... Also wenn ihr das wisst, dann schreibt mir Bescheid. Warum klappt das jetzt hier auf einmal nicht mehr? Was war das? Nein! Also das mit der Physik, ja, scheint irgendwie alles so nicht hinzuhauen, so wie es sein sollte. Ich würde mal sagen, dass wir uns das jetzt mal schon alleine... Wie kriegen wir das jetzt alles wieder weg hier, dass das... Was F1, you can... Game Options, ja, super. Wie wir das hier alles wegbekommen. Das ist nix. Das ist natürlich extrem ärgerlich jetzt. Irgendwie war unser... Jetzt, ja, jetzt stützt hier unter die Wand zusammen. Ja, gut. Auf jeden Fall haben wir mal gesehen, wie das hier alles so aussieht. Das könnte witzig werden, hier unser Schloss zu bauen, wenn wir jetzt nicht mal so eine lächerliche Kirche hinbekommen. Aber alles klar, wir sehen uns dann, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge wieder. Ich sage wieder danke fürs Zugucken. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.